Grüezi miteinander und herzlich willkommen zu «Talk mit». Es freut uns rüdig, dass wir hier an der Bar von Hotel Schweizer auf Luzern mit einer Frau vertreten, die man bestens in der Zentralschweiz kennt, aber eben nicht nur in der Zentralschweiz, sondern sicher auch gesamtschweizerisch. Kerstin Kuck, recht herzlich willkommen hier bei uns. Du bist Model als Beruf. Warum das eigentlich? Ich habe mit 14 Jahren angefangen und durch meine Schweizwahl konnte ich das einfach ein bisschen noch ein bisschen grösser machen und noch ins Ausland ziehen. 7 Jahre ist es her. Und 2010 bist du die Schönste vom Land geworden. Wie präsent ist der Titel bei dir? Also mir kommt es eigentlich vor, als wäre das irgendwie erst gerade gewesen. Aber muss ich nicht 7 Jahre. Also ich meine, die Zeit geht so schnell vorbei. Es ist unglaublich eigentlich. Hilft ein bisschen durch das, was es jetzt nicht mehr so aktiv war in den letzten 2 Jahren, der Titel, dass du noch das Gefühl hast, es sei näher, oder? Ich denke schon, dass es etwas ausmacht, dass es ein bisschen weniger Missen noch mehr hat. Also ich meine, denke, wenn du jetzt eben 7 Missen oder 6 Missen noch dir hast, ist das schon ein anderes Gefühl, als wenn es nur ein paar sind. Also ich denke, das spielt vielleicht auch noch eine Rolle. Wie hat sich dein Leben verändert in diesen 7 Jahren? Also mein Leben hat sich extrem verändert. Ich reise sehr viel, also ich bin nicht mehr so viel rum. Und doch noch sehr viel in der Schweiz, also am Umreisen. Also es hat sich extrem viel für mich verändert. Kannst du mit dem Titel aber noch etwas anfangen? Ist das immer noch dein quasi, ja, Aushängeschild, wenn du sagst, wer sind sie? Ah, ehemalige Miss. Ja, also meine Schweizer Marke ist immer noch extrem präsent und gross in der Schweiz. Und ich habe das, also die Leute erkennen mich eigentlich an dem, dass ich mal in der Schweiz war. Gewisse haben aber auch ein bisschen Mühe, was immer ein bisschen als Ex dann betitelt werden. Wie gehst du mit dem? Sehe ich eigentlich gar kein Problem mit dem Ex. Also ich meine, ich bin mal Miss Schweiz und bin ja nicht mehr die aktuelle. Also von dem her ist das völlig okay für mich. Miss Schweiz selber kommt zurück. Nächstes Jahr wird es wieder eine geben. Was ist dir da durch den Kopf, das mitbekommst? Also ich freue mich extrem. Ich finde, Miss Schweiz Wahl ist immer etwas Spannendes. Und auch ein bisschen mitverfolgen, wie sich Miss Schweiz so ein bisschen macht durch das ganze Amtsjahr. Und es hat so viele Kinder und Leute, die Freude, noch sehr Freude daran haben. Weil sonst würde ich eigentlich auch nicht mehr gebucht werden, wenn sie nicht wieder Freude daran haben. Darum, ja, freue ich mich auch extrem drauf. Was erwartest du jetzt von dieser Neuausrichtung? Weil wir wollen ja jetzt ein bisschen weniger wieder auf karikative Zwecke gehen, sondern vielmehr wieder, ja, wirklich auch die Miss in den Vordergrund stellen und ihre Schönheit. Schlussendlich will sie an das. Also ich meine, ich habe eigentlich gar kein Problem mit dem ganzen Schönheitszirkus in dem Sinn. So ein bisschen in den Hilfsbereich arbeiten wird meine Schweiz trotzdem noch. Aber es wird nicht so als Aushängeschild dargestellt. Und ich finde das auch okay so, weil ich, als ich meine Schweiz gesehen habe, ich mich auch dafür entschieden, mich für Sachen einzusetzen. Und das ohne, dass man mich dazu zwingt. Und darum finde ich das eigentlich eine gute Idee so. Wenn man selber schön ist, wie definierst du Schönheit? Also ich finde mich jetzt nicht unbedingt schön. Ja, Moment mal. Nein, also für mich ist Schönheit eigentlich, wenn du im Inneren glücklich bist, dann finde ich, strahlst du am meisten Schönheit aus. Aber bei dir gibt es ja noch faktisch sogar, du bist mal von einem Chirurg angeschaut worden und du hast das perfekteste Gesicht von allen Miss Schweizer. Also du bist als schönste Miss von allen Zeiten betitelt. Tut also das gut vor dem Spiegel? Und denk, also das stimmt, finde, sie haben einen Fehler gemacht. Wenn ich mich im Spiegel anschaue, ich meine, finde ich mich jetzt auch nicht immer schön. Also ich denke, es ist recht relativ, wer schön ist und so. Und wenn man so Ausmessungen macht, schön, dass man so ein bisschen symmetrisch ist, aber ich finde, wenn man so ein bisschen Fehler hat, also Fehler, finde ich das natürlich, das gehört zu einem und finde ich auch schön. Bei der Schönheit hast du selber, das haben wir mitbekommen, ein bisschen nachgeholfen, was halt ja, ab dem Hals anbelangt. Was hat dich dazu bewogen, wirklich dort auch öffentlich zu sagen, du, ich habe rund um die Brust ein paar Gramm zugelegt? Also ich stehe natürlich dazu. Ich habe das, seit ich eigentlich sicher, als ich das gemacht habe, habe ich wirklich 6 Jahre lang habe ich mir überlegt, das zu machen. Also es ist nicht einfach von heute auf morgen gekommen, sondern ich habe das sehr lange überlegt, weil ich wirklich gar nichts hatte. Ich habe sehr früh mit Sport angefangen, als ich 7 war, angefangen. Und ich habe einfach wirklich gar nichts gehabt. Und in meinem Beruf habe ich mich unwohl gefühlt. Also nicht nur jetzt wegen dem Arbeiten, sondern einfach auch sonst. Und da habe ich mich dafür entschieden und bin heute immer noch extrem glücklich. Also das heisst ein bisschen mehr Brust, mehr Sexappeal, oder wie sehen wir das werten, so als Mal aus der Distanz? Vielleicht ja, oder auch ein bisschen Selbstwertgefühl. Also, schon, hat das, ja, hat das da, ja, ja, es hat mich schon ein bisschen mehr confident gemacht in dem Ganzen. Okay. Aber ja, es war eigentlich wirklich für mich, also für niemand anders, als wirklich für mich. Und ich bin mega happy. Aber es ist ja schon zum Teil ein Tabuthema, obwohl man ja Veränderungen meistens dann auch sieht, oder, wenn das einer macht. Tanja Zeidler hat es ganz umgekehrt gemacht. Die hat von mir ein bisschen weniger wollen.
Was war für dich wichtig, warum das halt eben auch kommuniziert ist? Recht ja. offen, muss man sagen. Also ich bin auch eine öffentliche Person. Also gesehen tut man das sowieso, weil ich bin halt sehr viel im Bikini und in der Unterwäsche. Also ich in meinem Beruf inne sieht man immer wieder Bilder. Und ich bin eigentlich lieber ehrlich und sage von Anfang an, so, hey, es ist so und so und ich bin glücklich, als wenn irgendwelche Gerüchte entstehen und dann wird das hinter der Tür irgendetwas spekuliert. Und dann bin ich lieber eine, die vorkommt und sagt, so, ich habe das gemacht und ich bin stolz drauf. Du bist ja da, das Model, die Miss Schweiz, die gesagt hat, Moment mal, ich möchte gerne wieder in aller Ruhe etwas essen, ohne dass irgendwo kritisiert wird. Was war da der Ursprung gewesen? Was sagst du, ich will ein paar Kilo mehr haben, irgendwie 58 Kilo hast du gehabt, im Missjahr, jetzt bist du um die 66 rum. Und es ist der Wohl, oder? Also das ist auch so ein Tabu, das man in dieser Szene nicht immer anspricht. Ja, es war eigentlich immer ein Thema, auch wenn ich in der Schweiz war. Also ich finde, wenn man in der Schweiz wird, kommt es nicht darauf an, wie viel das man wiegt. Und bei meinem Jahr war das auch ein Thema. Eine Zeit lang war ich weit zu dick für Sponsoren. Und dann bin ich an Miss Universe und bin dann zu dünn gewesen. Also es war immer so ein Thema bei mir, immer zu dick, zu dünn, zu dick, zu dünn. Und irgendwann hatte ich einfach so die Schnauze voll gehabt. Und es hat ja auch mir selber nicht gut da. Ich war oft sehr krank durch das, mit dem Abmagern die ganze Zeit. Und irgendwann habe ich gesagt, jetzt habe ich genug. Ich wollte einfach ich selber sein und können so viel essen, wie ich will. Das heisst nicht, dass ich ungesund esse, sondern einfach, dass ich nicht mehr auf meine Ernährung achte, sondern ich mache immer noch Sport und esse ausgewogen. Und ich habe sogar ein bisschen mehr gewogen als 60 Kilo. Aber es ist, glaube ich, hat sich wieder eingependelt. Ich denke, es ist immer so ein bisschen, am Anfang so ein Schock für den Körper. Jetzt kann sie wieder essen. Und irgendwann pendelt sich das wieder ein. Und das hat sich jetzt wieder für mich. Wie hat der März, die Industrie, reagiert auf das? Unterschiedlich. Also die Agentur kam, die mich rausgerührt haben und gesagt haben, das wollen wir nicht. Und in Amerika arbeite ich eigentlich am besten, weil die stehen auf das. Obwohl ich ja jetzt eigentlich, ich bin ja nicht plus size. Also ich kann eigentlich nicht für übergrößene Model. Ich bin dort dünn für das. Ja. Und sozusagen zu dick für einen Verlaufsteg. Aber ich habe so eine Normalgröße, die auch sehr beliebt ist. Und ich tue das sehr viel Katalog und sehr viel Geld verdienen mit dem. Und bin happy. Bei den Mädchen ist zunehmend ein grosses Thema. Hast du irgendeinen Tipp, den man den jungen Frauen mit auf den Weg geben kann, weil du es beides schon kennengelernt hast? Eben das eine, wo du hast müssen, ein bisschen weniger haben und jetzt, wo du sagst, nein, sonst mal. Ich würde einfach nicht in dem ganzen sozialen Druck ausgesetzt. Also ich finde, man soll für sich selber schauen, so sein, wie man selber will und nicht irgendwie auf andere hören oder auf Magazine oder irgendwie auf Stand, auf die Grössen, wo alle sagen, man muss sein, auf das hören. Ich finde, man soll einfach gesund ernähren, gut ernähren und Sport machen. Einfach, dass man im gesunden Bereich ist. Was wir jetzt miteinander machen, ist, dass du mir bitte drei Karten ziehst mit Persönlichkeiten und dazu etwas sagst, was dir durch den Kopf geht. Da hätten wir als erstes die Mona Lisa. Was geht mir natürlich du? Kunst, Weltgeschichte und Kreativität. Gut, dann bitteschön der Nächste. Oder die Nächste. Albert Einstein. Er war natürlich sehr lustig, sehr erfinderisch und sehr, sehr gescheit. Und die dritte Karte. Da haben wir den King of Rock'n'Roll. Das sagt sie schon. King of Rock'n'Roll. Musik, auch Geschichte und Freude am Leben, finde ich. Musik? Was für Musik hast du gehört? Ich höre eigentlich alles irgendwie. Es muss mich bewegen und vor allem der Text muss mich bewegen. Ich höre sehr, sehr genau auf den Text. Du verstehst ihn auch, dank dem, was deine Eltern, genau. Also Mami Englisch oder Engländerin ist und der Papi ist, glaube ich, Doppelbürger. Genau, was für einen Bezug hast du noch zu deinen Eltern, weil du eben noch viel unterwegs bist? Meine Eltern sind das Wichtigste für mich. Sie sind eigentlich so ein bisschen mein Standbein. Und die Leute, die nächsten Leute, wo ich irgendwann hergehen kann und wenn es mir schlecht geht oder wenn ich Familie brauche, und so, sind natürlich immer für mich da. Sie sind mir sehr wichtig. Du bist jetzt eine Zeit lang sicher an der Grenze Solothurn-Bern gewohnt. Jetzt bist du wieder im Kanton Luzern. Yes. Was hat dich zurück zu uns getrieben? Zurück zu den Wurzeln. Nein, Luzern ist mir sehr wichtig und ich liebe Luzern. Luzern ist die schönste Stadt in der Schweiz. Von der Welt, würde ich sogar sagen. Würde ich eben auch sagen. Und es ist für mich Heimat, da bin ich aufgewachsen. Und darum ist es mir wichtig, dass ich wieder zurückkomme. Wenn du viel unterwegs bist, wie tust du wieder quasi deine Energie tanken und irgendwo wieder dich erden? Also ich bin eigentlich gerne überall. Also ich könnte, glaube ich, auch überall wohnen, um ehrlich zu sein. Aber für mich ist natürlich immer wichtig, dass ich wieder in die Schweiz komme. Weil die Schweiz ist für mich natürlich Heimat. Die Schweiz allgemein bringt mich wieder am Boden runter, kann ich mich entspannen. Und mein Hund, er bringt mich auch immer so ein bisschen wieder zurück. Und natürlich meine Familie. Du bist sehr tierliebend, schon im Missjahr, das ich vorhin angesprochen habe. Warum ist die Liebe zu den Tieren so präsent?
Ich habe das eigentlich schon seit ich klein bin. Ich habe Häsli früher. Und ich bin go Stall ausmisten von den Rössern und mit den Hunden laufen. Also ich habe schon immer einen mega riesen Bezug auf Tiere gehabt und darum arbeite ich auch mit diversen Hilfsorganisationen zusammen. Da hilft es wahrscheinlich schon auch eben immer noch der Titel Miss Schweiz. Oder wenn die auf dich suchen, dann müssen sie ja das Gesicht haben, das das vertritt. Ja, das ist für mich sehr wichtig. Als ich in der Schweiz war, habe ich gewusst, da habe ich eine Stimme, die ich gut einsetzen kann. Für mich war das immer schon von Anfang an eigentlich das Ziel, dass ich mit Hilfsorganisationen zusammenarbeiten kann. Ocean Care, das waren Delfine und Wal. Was ist es heute? Heute sind wir noch Ocean Care. Dann ist es noch Schweizer Tierschutz, SCS, wo ich sehr eng zusammenarbeite, Susi Utzinger Stiftung. Also ich bin da immer noch überall so ein bisschen dabei. Du bist definitiv dabei auf Instagram. Knapp 48'000 Followers. Wie schafft man das? Weil in der heutigen Zeit ist ja viel diskutiert worden, kann man den einen oder anderen noch posten? Also man kann sicher den einen oder anderen posten. Und ich denke, da hat es auch sehr viele, die fake sind, keine Ahnung. Ja. Also ich bin auch eine, die sich gar nicht auf das Wert legt. Mir ist eigentlich egal, wer mir folgt und wie viel mir liken und so. Mir ist das wirklich eigentlich egal. Ich finde es cool, dass ich irgendwo ein bisschen Reichweite habe und ich dann die Leute kann ein bisschen erreichen mit guten Sachen, guten Taten oder mit Brands oder was auch immer. Und nur Brands, die mir auch gefallen. Also ich mache da nicht alles. Und du machst schon recht viel. Also das eine oder andere eben, weiss man, das ist jetzt ein Partner von dir. Also, auf jeden Fall, ja. Wie selektionierst du? Mir muss eigentlich das Produkt oder die Brand muss mir einfach selber gefallen. Also ich muss dahinterstehen können. Und darum ist mir da eigentlich auch Geld und so überhaupt. Das ist alles für mich nebensächlich und so. Für mich ist es einfach wichtig, dass die Leute sehen, was ich so ein bisschen gerne habe, was ich benutzen. Und ich sage auch nie mehr irgendwie kaufen. Das bei mir war auch nie gewesen, hey, für 20% Rabatt kann man das kaufen. Das wird es bei mir auch gar nicht geben, weil ich will dann niemanden dazu zwingen, irgendetwas zu kaufen. Ich will diesen Leuten eigentlich nur Brands und Produkte vorstellen. Das machst du. Was machst du sonst noch neben Modeln, neben eben Influencer, muss man ein bisschen aufpassen mit dem Begriff, aber beeinflusst beeinflusst du ja gleich irgendwo. Nein, ich kann es nur vorstellen. Also gut. Aber wenn ich dich in Calvin Klein unterwegs sehe, sieht das schon besser aus als bei mir. Das muss man halt einfach sagen. Das muss oder? Nicht sein. Da musst du vielleicht mal nebeneinander also herstehen. Dann braucht es das eine oder andere. Was hast du für Projekte dazu gekommen? Ich habe so ein eigene Projekte, die ich noch am Start habe und rauskommen, so auch im Fashion-Bereich, aber kann ich nicht sehr viel verraten, weil es noch nicht draußen ist. Aber etwas Eigenes von mir wird rauskommen. Ein ist natürlich immer noch mit den Organisationen, die ich zusammen arbeite und immer neue Projekte habe, immer noch im Ausland arbeite. Also da gibt es eigentlich... Wenn man dir in deine schönen Augen schaut, die leuchtet, also bist du rundum mit dir zufrieden? Ich würde schon sagen, ich bin so einem Ort angekommen, wo ich mich selber akzeptieren, so wie ich bin und happy bin und leben. Was will man mehr? Viva la vida. Ja. Genau. Zum Schluss würde ich dir gerne noch entweder oder mit auf den Weg geben. Coldplay oder Rammstein? Coldplay. Warum? Weil sie einfach die besten Konzerte auf der Welt geben. Dann hätten wir Jassen oder Ballett? Das ist eigentlich schwierig. Ich finde beides toll, aber ja, Jassen, würde ich sagen. Jassen. Und dann, wenn wir schon beim Essen waren, grillieren oder Thai-Food? Ja, das ist doch schwierig für beides toll. Im Sommer grillieren und im Winter Thai-Food. Dann wünschen wir dir von ganzem Herzen toi, 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 alles Gute, dass deine Projekte geschäftlich, wie auch privat, aufgehen. Da habe ich noch ein Gästebuch für dich. Und natürlich, du darfst ja, hast du gesagt, mit gutem Gewissen essen, noch Schokinote. Also danke vielmals. Alles Gute, Kerstin Kuck. Danke dir vielmals. Danke Ihnen fürs Interesse hier auf Talk mit. Uns kann man natürlich liken auf Instagram oder auf Facebook. Und natürlich eben auch Talk mit anschauen mit der Kerstin Kuck auf talkmit.ch. Ich bin und bleib dran, die Wolf. Ich wünsche eine gute Zeit. Ademir.